So. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Sonntag 16 Uhr. Was machen wir heute? Wir nehmen mal heute uns den 296 GTB. Let me see you jump. Wir starten mal unseren Motor. Da kommt nichts raus. Es ist Elektrik. 25 Kilometer Reichweite. Ich habe so viele Kunden gehabt, die gesagt haben, du Hamid, ich kann das Auto nicht kaufen, weil meine Nachbarn drehen durch, wenn ich das Auto morgens starte in meine Garage und das Auto ist so laut, das geht gar nicht. Und die Problematik haben wir jetzt nicht mehr. Wir fahren hier ein Auto, den aktuellsten Ferrari, den neuesten Ferrari, fahren wir ganz ruhig mit Elektro hier einfach über die Straßen. Keiner hört uns, es ist alles easy, es ist alles entspannt. In Ursprungsfarbe, in Giallo Modena, ist natürlich auch geil. Und meine Sitze sind mega gemütlich. Die Verarbeitung, es ist natürlich typisch Ferrari, alles auf den Fahrer gerichtet. Und es gibt hier 4, 5 Neuigkeiten, was den Ferrari betrifft. Und das erkläre ich euch gleich. Was mich total überrascht ist, ist jetzt, dass mein Beifahrerdisplay, wo mein Beifahrer alles mit bedienen kann, komplett. So. 21 Grad haben wir es draußen, da stimmt doch irgendwas nicht, Alter. Navi, kannst du alles einstellen. Settings, kannst du auch alles einstellen. Das ist schon geil. Und das ist jetzt Serie. Das lässt sich Ferrari nicht extra zahlen. Das ist schon mal genial. Was noch Serie ist, ist mein Head-Up-Display. Ich brauche es bei einem Ferrari ehrlich gesagt nicht. Ich finde das bei einem Ferrari total Quatsch, ein Head-Up-Display zu haben. Und es gibt noch eine andere Sache. Ich zeige euch das mal nur, mein Schlüssel. Der hat auch eine neue Eigenschaft, wo ich einfach sage, okay, bei einem Sportwagen, wenn ich einen Sportwagen fahre, wenn ich ein Sportwagen-Feeling haben möchte, brauche ich das auch nicht. Das sage ich euch gleich, wenn ich ankomme. So, und jetzt ist die Frage, was kann der 296 GTB? Es ist der erste, der allererste Ferrari mit einem V6-Motor, wo auch ein Ferrari-Label drauf ist. Es gab noch ein Auto mit einem Sechszylinder in der Ferrari-Familie. Jetzt habt ihr Zeit zu googeln, welches Auto das ist. Und dann sage ich euch das gleich, wenn wir uns das Auto nochmal von außen genauer anschauen. So, jetzt sind wir im H-Modus. Das heißt, wir fahren jetzt immer noch voll elektrisch. Und dann gehe ich jetzt mal hier auf Race. Und dann, jetzt hat er meinen Motor angeschmissen. Und jetzt können wir mal Gas geben. Jeder, der hier das Auto unterschätzt, diese Sechszylinder, die dieses Auto hat, der liegt falsch, meine Freunde. Dieses Auto kann extrem viel. Ich habe immer noch hier 100% Ferrari-like. Das ist natürlich extrem geil. Das ist geil. Das macht Spaß. Laie, setzt du dich hier rein und du würdest nie drauf kommen, dass du einen Sechszylinder fährst, dass du einen 3,0 Liter Motor fährst. Das ist Wahnsinn, was Ferrari hier rausgeholt hat. Den Motor, den kennen wir, da komme ich gleich zu, wenn wir uns das Auto genauer anschauen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal genau die Innenausstattung nochmal an. Im Mittelbereich hier alles schön mit Alcantara bezogen. Das finde ich sehr, sehr edel. Kann man auch natürlich als Carbon bestellen. Das Auto, was wir jetzt hier fahren, kostet um die 310.000 Euro. Und in diese 310.000 Euro sind sage und schreibe circa 4.000 Euro Überführungskosten drin. What?
Das finde ich frech. Das finde ich echt frech. 4.000 Euro circa für Überführungskosten finde ich an absoluten Wucher. Das finde ich nicht gut. Finde ich echt nicht gut. Meine Carbon-Schalensitze ist mega cool. Und wenn du die von außen anschaust, denkst du echt, alter Schwede, da habe ich sofort Bandscheibenvorfall, Rücken und so weiter. Das ist aber nicht so. Das Auto ist mega gemütlich. Hier habe ich auch die große Musikanlage drin. Die ist extrem wichtig bei Ferrari. Gerade jetzt so ein Ferrari, wo man sagt, das ist das neue Auto von Ferrari. Ich möchte damit auch mal verreisen. Damit kannst du nämlich verreisen, definitiv. Dann würde ich auch mal Musik hören. Das ist dafür echt perfekt. Da musst du die JBL-Musikanlage nehmen. Liftsystem ist hier auch vorhanden. Ganz, ganz wichtig. Das Auto hat hier jetzt kein Fiorano-Paket. Das Auto hat hier ungefähr für 40.000 Euro nochmal Ausstattung bekommen, zusätzlich. Aber die Luft nach oben, die ist eigentlich, hat die gar keine Grenzen bei Ferrari. Du kannst dich so austoben, bis der Arzt kommt. Das ist echt, echt heftig. Und was ganz neu ist, früher war ja immer die ganz große Diskussion, welche Farbe bestelle ich mein Drehzahlmesser? Die meisten haben sich immer für Gelb entschieden. Und jetzt hast du die neue Funktion. Wenn du mal keine Lust auf Gelb hast, kannst du die Farbe umstellen. 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Farben. Gelb, Rot, Schwarz, Weiß oder Aluminium. Ja, das ist so ätzend. Man muss sich echt an dieses Display gewöhnen. Ah, jetzt haben wir es Rot. Und jetzt gehen wir mal auf Schwarz. Welche Farbe würdet ihr aussuchen? Da, jetzt geht's auch. Man muss sich echt dran gewöhnen. Jetzt hätten wir Schwarz, Bianco und ja, Weiß ist auch nicht schlecht. Oder Aluminium. Ja, das ist ein bisschen dunkler. Das ist so ein dunkles Grau. Ich bleibe dabei. Mein Favorit bleibt bei Giallo Modena. Definitiv. Und das ist eine Funktion, wenn es schon digital ist, was ich auch extrem schade finde. Mein Drehzahlmesser war immer so markant in mein Tachosystem zu sehen. Und das jetzt digital, das finde ich extremst schwach, ehrlich gesagt. So, meine Lieben, gefahren sind wir den jetzt schon und jetzt schauen wir uns das Auto mal von außen an. Die Ursprungsfarbe von Ferrari, wisst ihr alle, Giallo Modena, so wie wir hier stehen. Schön gelb, satt und Unilack, das ist natürlich geil. Meine Scuderia-Embleme, auch mega geil, soll Giallo Modena sein. Über den Scuderia in dem Sinne haben wir ja schon 2 Sendungen davor mit den 812 GTS in den Grün, haben wir ja schon besprochen, woher die Marke stammt. Dann ist hier natürlich auch wieder stimmig. Die Bremszettel auch in Giallo Modena schön. Die Keramikbremsen sind ja schon lange bei Ferrari, in dem Sinne Serie. Eine Neuigkeit habe ich hier und zwar mein Schlüssel. Das habe ich ja schon bei der Fahrt thematisiert. Ich brauche meinen Schlüssel jetzt gar nicht mehr. Es ist jetzt ein absolutes Keyless Go. Kennt ihr ja alle? Keyless Go. Zack, mach die Tür auf. Ich brauche meinen Schlüssel nicht, setze mich rein und starte. Und jetzt kommt aber das Geile. Ich mache die Tür zu und jetzt gehe ich mal. Mal gucken, wie viele Metern er sich automatisch abschließt, weil er schließt sich automatisch ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bei 8 Meter hat er sich automatisch abgeschlossen. Das ist geil. Das ist ein Komfortpunkt. Da haben sie ja Jahre gebraucht, da hinzukommen. Und wenn ihr jetzt eintippt, das ist doch normal, das erwarte ich bei der Preisklasse, ja. Ich persönlich finde das nicht so gut, weil ich möchte meinen Sportwagen selber bedienen. Ich möchte an- und aufschließen, am liebsten. Deswegen feiere ich ja den 458 noch. Schlüssel rein, aufdrehen und auf den Knopf drücken. Das ist geil, das ist geil. Das finde ich persönlich geil, was so ein Auto betrifft. So, jetzt fangen wir an mit der Karosse. So, Kofferraum, gucken wir mal rein. Für Ferrari, da war ja Ferrari immer schon bekannt für, extrem viel Kofferraum. Und dazu kriege ich nach wie vor immer noch mein Cover dazu. Von Frontpartie, wenn wir uns jetzt die Lampen nur anschauen. Es ist schick. Es ist was ganz, ganz Neues. Und ich als ein absoluter Ferrari-Liebhaber muss sagen, ich muss mich echt erst dran gewöhnen. Man merkt sofort, er ist sehr tief. Es wirkt sehr böse. Ich habe einen Ferrari. Aber hinten hat das alles hinten Sinn und Zweck. Ein bisschen nostalgisch mit meinem Kotflügel hinten, was sehr markant ist. Dann mein Abbruch hier. Und wenn ich das hier betrachte, nur das hier betrachte, dann erinnert mich das an den 250 LM. Und das Auto wird ja für ca. 10 bis 20 Millionen Euro gehandelt. So richtigen Preis haben wir dafür gar nicht. Aber das soll darauf basieren. Bevor wir zu den Rückleuchten kommen, schauen wir uns erstmal den Motor an. Es ist eine transparente Motorhaube, was aber getönt ist. Guck mal an meine Hand. Aber nicht so knallig. Und das finde ich sehr geil. Und dann hast du natürlich deinen Motor, deinen V6-Motor drin. Es ist der gleiche Motor wie bei den Maserati MC20.
Das Auto kennt ihr sicherlich schon. Der MC20 hat ja 630 PS. Dieses Auto hat als Verbrenner durch eine andere Kurbelwelle 663 PS. Und dann haben wir zusätzlich einen Elektromotor von 167 PS. Und das Ganze gibt dann 830 PS, wenn wir einen vollgeladenen Elektromotor haben. Und jetzt auch anders als wir bei den SF90, komplett Heck. So, und dann gehen wir im Heckbereich. Ich mache mal kurz Licht an. Das sind nicht diese markanten LED-Leuchter, die wir kennen. Es ist trotzdem noch dezent gehalten. Es sind diese LED-Bänder. Und das finde ich mega schön. Das finde ich richtig schön. Jetzt blinke ich mal einmal. Das ist zwar die neueste Technik, aber trotzdem nicht so wie die modernen Autos. Hier Licht, da Licht. Nein, die sind trotzdem klassisch geblieben. Meine Auspuffanlage ist hier in der Mitte gehalten. Also auch nicht so klassisch jetzt, aber man hört das Auto, man spürt das Auto. Und Soundcheck machen wir gleich, wenn wir die Temperatur nochmal erreicht haben. Dann haben sie schön mein Heckdiffusor schön markant nach außen gezogen, finde ich mega geil. Man kann das natürlich auch alles in Carbon bestellen. Das Auto, was hier steht, ist ziemlich mager ausgestattet, trotz circa 40.000 Euro Ausstattung. Aber trotzdem ist es sehr, sehr mager, weil Ferrari lässt sich inzwischen auch schon fast alle Farben extra zahlen. Und das kannst du hier auch alles als Carbon bestellen. Ist jetzt in dem Falle nicht. Was ich auf jeden Fall machen würde, ist ein Muss bei so einem Auto. Mein Heckdiffusor muss als Carbon sein. So, und jetzt kommt's. Ein Punkt, was gar nicht geht. Guck mal hier rein. Hier sind ja eigentlich meine Kennzeichen vor. Also guckt euch das mal an. Das Weiße ist ein bisschen Restpolitur, aber es ist nicht perfekt durchlackiert. Guckt euch das mal an. Das ist Wahnsinn. Und das ist hier auch nicht nur komplett Politur. Das geht zwar weg, aber es ist auch, wenn meine Kennzeichen hier vorkommen. Entschuldigt mal bitte, ich kaufe hier ein Auto für weit über 300.000 Euro. Wenn ich den halbwegs gut ausstatte, komme ich ganz schnell über 400.000 Euro. Das geht gar nicht. Dann habe ich noch eine Stelle gefunden. Es ist zwar Folie jetzt hier rauf, okay, hier in dem Bereich, damit das Auto geschützt ist, aber siehst du das Weiße hier? Das ist unter der Folie, da ist es noch weiß. Und das sind so Punkte, wo ich einfach sage, egal wie heftig diese Marke ist, das geht nicht, das kannst du nicht bringen. Es ist der allererste Sechszylinder, den Ferrari selber produziert hat und wo auch Ferrari-Labels drauf sind. Ihr hattet ja Zeit gehabt bei der Fahrt zu googeln, welches Auto bei Ferrari in der Ferrari-Familie noch Sechszylinder hatte. Das war der Ferrari Dino. Aber da waren keine Ferrari-Labels drauf. Da stand nur Dino drauf. So, was hier fehlt für mich jetzt ausstattungstechnisch, ist absolut Carbon. Ich finde, ein Ferrari muss Carbon haben. Die Frontlippe kannst du hier als Carbon bestellen. Dann geht es hier weiter. Dann kannst du hier den Seitenschweller als Carbon bestellen. Komplett. Und dann geht es natürlich weiter mit meinem Heckdiffusor. Da waren wir schon. Guck mal, wie filigran, wie dünn meine Schalensitze sind. Das ist alles Carbon. Dann minimal gepolstert, aber trotzdem mega gemütlich. Und die neue Generation Ferrari, was ich mega feier ist, meine Sitze sind auch elektrisch höhenverstellbar, obwohl ich die Schalensitze habe. So, und jetzt machen wir nochmal eine Fahrt und dann kommen wir wieder und dann machen wir einen Soundcheck und dann kommt mein Fazit. Jetzt kommen wir mal hier an. Alter, das Auto piept, das ist unglaublich, das nervt. Bevor wir zu meinem Fazit kommen, machen wir jetzt mal einen Soundcheck. Geil, ne? Und das Auto hört sich schon geil an für einen V6-Motor. Definitiv, auf jeden Fall. Das ist, guck mal, der hat sich schon wieder abgeschlossen. Das ist so geil. Mein Fazit über den 296 GTB, also das neueste Auto, was Ferrari auf den Markt gebracht hat. Das Auto schlechthin. Und das kann nur Ferrari, von einem Sechszylinder-Motor so viel Power rauszubringen. Aber wie sich das Auto preislich entwickeln wird, wie sich die anderen Ferraris, wie der 458, wie der F8, wie der 488, wie sie sich entwickelt haben, ob das Auto sich auch so entwickelt, das mag ich zu bezweifeln. Da ist auch ein bisschen zu viel Maserati drin. Ich will einen Ferrari fahren, ich will keinen Maserati-Motor haben, auch wenn da eine andere Kurbelwelle drin ist und ich ein bisschen mehr Power habe. Nein, ich bin mit den 296ern noch nicht warm. Ich bleib lieber noch bei den älteren Modellen, die zwar nichts damit zu tun haben. Das ist ein ganz, ganz neues Auto. Aber das Auto ist jetzt nicht so wie die anderen Ferraris, wo ich ausgestiegen bin und gesagt habe, wow, das Auto hat mich gepackt, ich muss es haben. Nein,
ist es nicht. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist Geschmackssache. Ich persönlich finde, es sind auch schon viel zu viele inseriert, viel zu viele auf dem Markt. Und ich persönlich finde, dass Ferrari einen Riesenfehler gemacht hat. Und zwar haben sie den GTS, sozusagen die Spider-Version, viel zu früh vorgestellt. Damit haben sie rein theoretisch, auch wenn er gerade ausverkauft ist, auch wenn gerade Bestellstopp ist, alles rum und dran, trotzdem ist nicht so, dass die Leute Schlange stehen, um den aktuellsten Ferrari zu kaufen. Und das ist immer ein Zeichen dafür, es könnte schwer werden. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auf jeden neuen Abonnenten. Bis nächste Woche Sonntag. Ciao.